So, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute mal um die Episode 5 in Valorant. Das heißt, ihr seht schon eine neue Map Pearl. Es gibt ein neues Bundle im Shop, einen brandneuen Battle Pass und das Beste von allen, einen neuen Rang. Und zwar Ascendant. Da ist zwischen Diamond und Immortal. So, thank you for. Genau. Und ich bekomme den Diamond Buddy von Episode 4. Genau, man sieht es hier nochmal. Jeder bekommt den, was er von Rang erreicht hatte. Ganz einfach. Ich bekomme jetzt in dem Fall halt einen Diamond Buddy, manche bekommen Silber, manche aber auch einen Immortal Buddy. Das ist unterschiedlich. Jetzt gibt es wieder einen Crossover Pass. 19 Tage geht er, okay. Man kann sich ja insgesamt in 7 Stufen, das heißt 20 Radianit-Punkte holen, 2 Titel und 3 Banner. Endet in 19 Tagen. Genau. Competitive ist jeder unranked. Aber wenn ihr jetzt auf eure Placements geht, seht ihr hier Iron, Bronze, Silver, Gold, Platin, Diamond. Und jetzt auch Ascendant mit zwischen Diamond und Immortal. Ist einfach. Ich habe jetzt noch keinen hier, der Ascendant ist. Aber ja. So. Das neue Bundle dazu. Genau. Das werdet ihr in meinen Streams sehen auf Twitch, TimLie7. Also Tim, LYY7. Da werde ich das vielleicht irgendwann mal zeigen. Ich kann es mir nicht, aber ich zeige es euch dann mal. Und ja, sonst müsst ihr aber. Ich verlinke euch mal unten ein Video von den Skins. Es gibt einen neuen Battle Pass. Wo ich mal kurz durchgehe. Und das Knife. Ja, ist aber nichts Besonderes. Gibt wieder, wow. Pocket Size Sheriff Body. Die hat was. Und natürlich wieder Radianit-Punkte ohne Ende. Wie man hier sieht, genau. Das Spray ist ganz nice, 13 zu 0. Ja. So. Agents kommt nichts dazu. Und die neue Map Pearl. Da gehe ich mal kurz ins Custom dazu. Wo war's? Ah, okay. Das heißt, ihr queued nur auf der Map. Das heißt, es gibt jetzt hier einen neuen Modus. Du kannst einen Unrated. Kannst du ganz normal alle Maps kriegen. Außer Split haben sie entfernt. Außer Pearl halt. Competitive. Auch jede Map. Sogar Pearl, glaube ich, auch. Nee, Pearl noch nicht. Competitive noch nicht, nein. Und jetzt gibt es auch einen extra Spielmodus Pearl. Das heißt, du kannst die Map schon mal in einem extra Unrated-Modus testen. Das heißt, du kannst die Map gewiss dodgen. Wir gehen aber nicht da rein. Wir holen uns die Map ran. Und ich zeige euch die kurz. Server sind egal. Und wir gucken uns das mal an. Ganz einfach. So, wir nehmen jetzt mal einen Jet. Da kann ich überall abdraften. Also, ich gehe mal grob über die Map drüber, denn eine neue Map ist immer was Besonderes. So. Die gibt es dann aber erst in 2 Wochen im Competitive und im Unranked halt. Wer aber immer noch Split mag oder geliebt hat, kann die gerne mit seinen Freunden in Custom spielen. Cheats. Genau. So, ich nehme einfach mal einen Spike mit. Also das ist hier der Attacker-Spawn. Hier mit dem Spike. Hier hinter kommt man eigentlich nichts, meint mit meinem Geist-Modus. Aber wie gesagt, hier vorne ist der Spawn. Hier kommen auf jeden Fall noch die restlichen Lineups. Das heißt, hier kommt man mit dem Spawn und kommt hier gleich überklappt. Kommt man dann gleich hier durch. To be on site. Das heißt, du hast ja noch einen. Der hat was. Das heißt, man kann sich hier verstecken für die Leute, die defenden müssen. Man sieht zwar einen Kopf hier dadurch, aber. Aber du kannst dann halt so abaimen hier. Als Chamber ist es ganz gut, dein TP hier hin und den kannst du dann backside machen.
Was nicht gewusst hat, hier. Das ist das Banner, was wir letzten Akt schon hatten, wo dieser Bus drauf, dieser Bulli drauf war. Café drin. Das hat schon die neue Map gezeigt. Ihr könnt überall in dieser grünen Fläche hier planten. Genau hier überall. Hier überall könnt ihr planten. Aber ihr könnt leider nicht hier oben drauf planten, das ist ein bisschen blöd. Aber ihr könnt hier hinten planten, wo ich gerade plante. Und Backside könnt ihr nicht planten. Hier hinten. Ich weiß gar nicht, ist das Wallbang-Bar? Nee. Nicht Wallbang-Bar. Die Kiste ist Wallbang. Das hier auch. Das Plakat zumindest. Ich glaube sogar, dass das auch Warbang war, bin ich mir aber gar nicht sicher. Und hier, wenn jemand dahinter stehen sollte, dann müsst ihr immer in die Ecke hinten schießen. Dann habt ihr instant denjenigen. Genau, so sieht der B-Spot schon mal aus. Hier in diesem Rahmen könnt ihr planten. Sieht ganz nice aus. Das Schlimmste ist bloß, ihr habt so viele Gänge hier. Das heißt, überall hier. Jetzt sind wir zum Beispiel jetzt Mitte. Es gibt, also wenn jetzt euren Mate sagt Mitte, das kann überall sein. Das heißt, ich auch Warbang. Ja, das ist auch noch Mitte und hier geht es jetzt schon zu A rein. Hier ist ein Zugang von Defender Side, das heißt, von Mitte kannst du herkommen. Und hier bist du schon auf dem A-Spot. Der A-Spot sieht ein bisschen kleiner aus als der andere. Aber es nimmt sich jetzt nicht so viel, weil es halt ein bisschen zugestellt ist. Apropos, wer es nicht wusste, das hier vorhin, ne, das ist der Defender-Spawn. Das heißt, wenn ihr verteidigen müsst, geht ihr ganz einfach hier drüber und seid schon on sein. Könnt ihr überall planten. Aber könnt ihr zum Beispiel nicht hier oben drauf planten, das geht nicht. Es geht nur in diesem Raum, wie es hier angezeigt wird, und überall planten. Hier ist dann noch Mitte, also hier kommt er nochmal durch. Ne, hier ist Main. Restaurant. Und das Beste an dieser Map ist, dass das Feature, was bis jetzt noch keine Map hat, was so gewollt ist. Wenn ihr jetzt aus dem Spawn Mitte gehen wollt, dann könnt ihr auch hier durch. Denke ich jetzt, wo denn? Und zwar hier. Ihr könnt hier nämlich nur mit Crouchen durch. Das heißt, wer eklig ist, setzt sich hier mit Bucky rein. Mach diesen hier. Na, das Ding dann abgesaved. Man kann sich also hier drin vercampen, wenn man das will. Das ist das Feature. Das heißt, wenn wir dann durch Mitte durchgehen, da kommen wir nämlich dann Mitte hier raus. Hier kommen wir, wie gesagt, zum A-Spot. Das heißt, hier sind wir wieder bei dem Container. Und dann gehen wir nämlich genau, wenn wir von hier kommen, gehen wir hier lang. Und dann auf Asphalt. Wenn wir dann auch hier zurückgehen. Also ich komme von hier. Und hier lang gehen. Das ist auch nochmal so ein kleiner Gang. Kannst du hier Mitte, das ist Double Door. Kann man hier Double Door halten. Und hier geht es dann schon auf den B-Spot. Hier seid ihr schon auf dem B-Spot. Und ja, das ist vom Design her richtig nice. Ist halt eine Unterwasser-Map, wie man sieht. Das heißt, sie ist unter Wasser. Oha. Das heißt, hier ist sogar, wie gesagt, naja, fliegst du unter, oder? Ja, genau. Hast aber hier eine Autobahn. Das heißt, nee, eine Autobahn ist nicht, Zug ist das. Einfach mal fürs Designerische. Der fährt genau unter der Kuppel durch und wir befinden uns in einer großen Glaskuppel. Da ist die Map drin. Ja. Aber sonst von der Map war es das erstmal. Das ist eigentlich nur für Leute, die es interessiert. Hat nichts mit den Spielen zu tun. Und ich weiß gar nicht, das probiere ich jetzt noch aus, ob man aus der Kuppel rauskommt. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ja. Ihr kommt zum Beispiel aus der Kuppel raus und hier ist dann halt schwarz. Überall. Und hier kommst du, nee. Nee, hier kommst du nicht hoch. Jetzt zum Beispiel eine Schutzwand, glaube ich. Genau.
Also an sich ist die Map Pearl nicht groß. Wenn man es jetzt mal bedenkt. Aber guckt es euch mal von oben an. Das ist die komplette Map Pearl. Pearl, hier die Perle. Hier ist nämlich eine große Perle, die hier. Genau drüber, also drunter ist. Und damit die ganze, ja, Kugel hält. Genau, das ist Pearl, die neue Map. Wir werden es in 2 Wochen endlich in Competitive spielen dürfen. Und vorher, denke ich, werden noch einige Gameplays kommen. Vielleicht auf meinem Uncut-Kanal. Vielleicht beim Five-Stack. Was geplant ist, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, das kommt auf jeden Fall noch. Und auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und ja, guckt auch gerne auf Twitch vorbei, TimLive7. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.